No child, no teacher should ever be in danger in an American school. Kein Kind, kein Lehrer sollte jemals in einer amerikanischen Schule in Gefahr sein. Keine Eltern sollten jemals um ihre Söhne und Töchter fürchten müssen, wenn sie ihnen am Morgen auf Wiedersehen sagen. Jede Person, die gestern von uns genommen wurde, hatte ein ganzes Leben vor sich. Ein Leben voller wunderbarer Schönheit und unbegrenztem Potenzial. Jeder hatte noch Träume zu leben, Liebe zu geben und Talente, die mit der Welt geteilt werden wollten. Und alle hatten eine Familie, für die sie das Wichtigste auf der Welt waren. Everything in the world. I want to speak now directly to America's children. Ich möchte jetzt direkt die Kinder Amerikas ansprechen, besonders die, die sich verloren, allein, verwirrt oder sogar verängstigt fühlen. Ich möchte, dass du weißt, dass du niemals alleine bist und dass du es nie sein wirst. Es gibt Menschen, die sich um dich kümmern, die dich lieben und die alles dafür tun würden, um dich zu schützen. Wenn du Hilfe brauchst, wende dich an einen Lehrer, ein Familienmitglied, einen örtlichen Polizeibeamten oder eine religiöse Führungsperson. Answer hate with love, answer cruelty with kindness. Antworte auf Hass mit Liebe, antworte auf Grausamkeit mit Freundlichkeit. Wir müssen darüber hinaus zusammenarbeiten, um in unserem Land eine Kultur zu schaffen, die die Würde des Lebens beinhaltet, tiefe und bedeutungsvolle menschliche Beziehungen schafft und Klassenkameraden und Kollegen zu Freunden und Nachbarn macht. Unsere Verwaltung arbeitet eng mit lokalen Behörden zusammen, um die Schießerei zu untersuchen und alles herauszufinden, was wir können. Wir arbeiten mit staatlichen und örtlichen Führungskräften zusammen, um die Sicherheit unserer Schulen zu garantieren und das schwierige Problem der psychischen Gesundheit anzugehen.